Hallo, ich bin Leutemann67 und ich habe euch heute mal ein Replay mitgebracht von meinem VK1602, dem kleinen Leopard. Wir sind hier ein 357-Match, wir sind Lot hier als Scout und ich werde versuchen, in die Mitte zu fahren. Vorher lief mich mit dem Typ 64 ein bisschen an. Der hat mich durchgesetzt. Ich werde ziemlich mittig durchfahren, damit ich oben für mein Team so viel wie möglich vielleicht aufmachen kann. Schauen wir mal, ob das klappt. Ist man relativ gut geschützt, die ganzen Büsche und Bäume. Dazu ein Leiter geht eh etwas schwerer mal auf. Jetzt bin ich noch versuchen nach einer richtigen Position. Wo war ich am besten hin? Lauf ihn, lauf ihn, lauf ihn. So, die da oben können wir nichts. Ich stehe am Hang. So, da drüben ist ein T-64. Den ich ganz schwer mit einziehen kann. Dann ist er weg. Ist er zugegangen. Ich habe noch Rückendeckung. Und zwei Mediums, einen Jagdpanzer. Versuche immer noch auf den Type 64 drauf zu gehen. Wenn ich so aber leider nicht kriege. Dort oben kriege ich auch nicht. Der T34S steht auch hinterm Hang. Komme ich auch nicht drauf. Und so sieht eigentlich normalerweise aus. Das heißt, schön im dichten Buschwerk versteckt. Sicher, dass hier oben Leopard kommt. Kurz entschlossen, nochmal hochzufahren. Und seinen T-34-85 ein bisschen zu unterstützen. Und der Leopard ist eine kleine giftige Spritze drauf. Der Leopard hat schon mitgeteilt. Jetzt ziehe ich nochmal die Kette. Der T-34-85 kann ihn rausnehmen. Das haben wir den gegnerischen T-34-85M aufgemacht. Ui, da gab es einen Auffahrunfall. Das war schön verdeckt bleiben. Das ist da unten, der wird beschossen. Und vom AMX ist auseinandergenommen. Jetzt 7:2. Jetzt habe ich einen LTG gefunden. Komm vor. Da haben wir. Wir gehen hier gerade raus. Fahren weg. Wegen Sportschaden. Schon mal 1223 Sportschaden. Steht 9:3. Ah! Die gegnerischen Teppich ist allein gerade von der AT. Kriegen sie 1-Bit. So, jetzt bin ich entschieden, halt nicht hochzufahren, sondern halt runterzufahren. Und AMX-Sensor zu unterstützen. Weil irgendwo müssen ja die Artis ja noch stehen. Da ist der GW Panther und die M41. Und dann nehme ich die Artis nochmal aus. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Ich habe alles richtig gemacht, scheinbar. Das Team hat alles richtig gemacht. So sollte es eigentlich auch immer auch sein.